Highlights der Regionalliga West werden Ihnen präsentiert von der Sparkasse Köln-Bonn. Über 3000 Fans waren in die Krefelder Grotenburg gekommen. Der KFC Uerdingen gegen Alemannia Aachen in gelb-schwarzen Trikots. Zunächst hatten die Hausherren die Kontrolle gegen die defensiv ausgerichteten Aachener. Diese starke Aktion bringt die Führung für Uerdingen. Ein langer Pass aus dem Mittelfeld und dann das 1:0 von Moses Lamidi. Wir sehen es in der Zeitlupe noch einmal. Lamidi steht frei genug und schießt ein zur Führung für die Krefelder. Keine Chance für Torwart Löhe. Dann kommen die Alemannen. Aachen hat mehrere Chancen zum Ausgleich, zum Beispiel diese hier. Aber so macht man keine Tore. Noch einmal. Rafael Garcia legt ab auf Krasniqi. Der Schuss viel zu schwach. Aber so. Einwurf für Aachen, dann kommt der Ball auf Marquet, das 1:1, der Ausgleich. Die Zeitlupe zeigt es genauer. Direkt von der Torauslinie flankt Marco Neppe auf Sascha Marquet, der köpft vollkommen frei gegen den Innenpfosten. Aachen ist wieder da, trotz Grippe hat Trainer Schubert sein Team gut eingestellt. Uerdingen will es nach der Pause aber wissen. Ein weiter Pass von Issa, der überbrückt die Abwehr und dann dieser Sonntagsschuss von Vorjahns. 2:1, die Gastgeber führen wieder. Und schauen Sie mal auf diesen Volleyschuss. Vorjahns, kurz vorher eingewechselt, setzt hier ein deutliches Zeichen für den KFC. Vielleicht ist Uerdingen danach zu unkonzentriert. Auf jeden Fall zeigen die Aachener Moral und kommen schnell aus dem Mittelfeld. Frei vors Tor, 2:2, wieder der Ausgleich. Sehen Sie mal, der Ball läuft hier schnell durch. Garcia flankt und Krasniqi hat keine Probleme vor dem leeren Tor. Damit kann Aachen zufrieden sein, Uerdingen muss zufrieden sein. Erik van der Lührs KFC verpasst den Heimsieg. Aachen lässt zu viele Chancen liegen. Das Unentschieden geht also in Ordnung. Wenn wir zweimal zurückkommen, können wir auf jeden Fall mit dem Punkt zufrieden sein. Allerdings, wenn man den Spielverlauf sieht, ist es so, dass wir gerade in der ersten Halbzeit riesen Torchancen hatten. Und ich glaube, wir hätten auf jeden Fall heute die 3 Punkte verdient gehabt. Die Highlights der Regionalliga West wurden Ihnen präsentiert von der Sparkasse Köln-Bonn.